Hallo, ich bin's wieder, Kati, und ich habe heute so ein bisschen mit der Location improvisiert. Ich wollte das Video unbedingt draußen machen. Jetzt regnet es aber in Strömen und deswegen bin ich in den Schuppen oder Unterstand von meinen Eltern gekrochen. Es ist etwas kalt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Nee, man sieht es nicht so gut. Aber aus meinem Mund kommt auf jeden Fall der Wasserdampf oder das kondensierte Wasser. Ja, ich mache heute ein Video, wo ich drei Tipps ausprobieren möchte, wie ich natürlich einen Jetlag vorbeugen kann. Und da habe ich so ein bisschen recherchiert bei YouTube und habe eine ganz spannende Frau entdeckt. Die verlinke ich euch auch mal hier unten mit dem Video. Und diese Sachen möchte ich ausprobieren. Und die will ich auch mit dir teilen und so ein Vorher-Nachher machen. Und ja, da fange ich mal direkt an. Ihr Tipp Nummer 1 war, während der Reise zu fasten. Halte ich für einen sehr sinnvollen Tipp. Das habe ich sowieso schon auf Reisen immer so praktiziert, dass ich hauptsächlich Obst gegessen habe, weil ich gemerkt habe, das kann ich besser verdauen, wenn ich längere Zeit sitze. Also keine Brötchen oder dies oder jenes. Ist ja jetzt sowieso nicht mehr so mein Fall. Aber jetzt sozusagen noch einen Schritt weiter gehen und zu fasten. Und ja, die Energie, die ich sonst für die Verdauung brauchen würde, habe ich so für die Umstellung von Höhenmetern, von der Luft im Flugzeug und was weiß ich, was ich alles so brauche. Der Klimaumschwung, ich fliege ja nach Thailand, das wird irgendwie mindestens 20 Grad wärmer dort sein. Und ja, da unterstütze ich meinen Körper, indem ich faste. Das hat auch den Sinn, dass man sich auf dem Flughafen keine Gedanken machen muss, wo man jetzt was Gesundes zu essen herkriegt. Oder ich muss auch dieses schreckliche Flugzeugessen nicht essen, wo sowieso keinerlei Nährstoff und Energie mehr drin ist. Also was vielleicht noch den Magen voll macht. Aber garantiert möchte ich das nicht mehr in meinen Körper aufnehmen. Genau, das ist der erste Tipp. Und der zweite Tipp, der zweite Tipp ist, dass sie gesagt hat, man soll schon in der Zeitzone leben, in die man fliegt. Also die Uhr vorstellen. Also ich fliege ja nach Bangkok, Thailand, wo 6 Stunden dazu gerechnet werden. Also voraus, ich fliege in die Zukunft. Auch mal ganz spannend. Und ich muss aber auch sagen, dass ich in der Richtung oft weniger Probleme habe, als wenn ich zurückfliege in die Vergangenheit nach Deutschland. Aber ich werde es trotzdem mal ausprobieren, dadurch, dass Freunde von mir schon da sind. Bin ich eh schon die ganze Zeit immer so am Rechnen, ja, wie spät ist es da jetzt bei denen? Und ich bin mal gespannt, ich finde 6 Stunden eine ganz schön schwierige Umstellung. Also ich werde es dir berichten im zweiten Teil. Dann Tipp Nummer 3 ist Bewegung. Sie sagt, so oft wie möglich auf dem Weg bewegen. Das heißt, wenn ich Zwischenstopps habe, dann werde ich auf jeden Fall immer die Treppe nehmen und nicht die Rolltreppe oder irgendwie was Elektrisches. Ist ja sowieso immer eine gute Gelegenheit, zu trainieren. Und eventuell finde ich auch eine ruhige Ecke auf dem Flughafen, wo ich mich mal dehnen kann, vielleicht sogar ein, zwei Yoga-Übungen machen kann. Aber das kenne ich auch schon von der Autoreise, wo ich auch immer zwischendurch so ein paar Übungen mache. Wenn du an diesen Übungen Interesse hast, dann gib gerne mal einen Daumen nach oben oder schreib es in die Kommentare, dann mache ich da auch vielleicht mal ein Video zu. Ansonsten war das Tipp Nummer 3. Also ich fasse nochmal zusammen. Der erste Tipp war Fasten. Zweiter Tipp ist die Zeit vorstellen, die Zeitzone, wohin man fliegt. Und der dritte Tipp ist Bewegung. Also den Körper zwischendurch immer wieder, ja, die Möglichkeit geben, sich zu bewegen. Gut, und im zweiten Teil werde ich dir dann berichten, wie das funktioniert hat und ob ich die Sachen weiterempfehlen kann. Also, ich danke dir fürs Zuschauen. Bis gleich. Hallo, hier bin ich mit dem zweiten Teil.
mit der Auswertung meiner Empfehlungen für ein natürliches Vorbeugen eines Jetlags. Und ich hatte ja drei Tipps gegeben. Ich weiß, für dich ist es gerade präsent, weil du den Anfang des Videos geguckt hast. Fasten, Bewegung und die Zeit umstellen. Ich möchte mal zu den einzelnen Punkten was sagen, wie ich das erfahren habe. Also das Fasten hat sehr, sehr gut getan. Es war wirklich, also ich habe halt einfach beobachtet, dass ich früher immer viel gegessen habe, um mir die Zeit zu vertreiben, ja, damit es die Reisezeit einfach schneller vergeht. Und das war jetzt nicht da, aber ich bin trotzdem angekommen, habe es trotzdem die Zeit irgendwie rumgekriegt. Und ja, es war irgendwie wirklich viel leichter, dass ich mich nicht drum kümmern musste. Ich musste mir nichts suchen. Und ja, das war echt, also das kann ich sehr weiterempfehlen mit dem Fasten. Mir ging's, ich hab, mir hat jetzt auch nichts gefehlt. Ich habe sogar Trockenfasten gemacht, also auch ohne Wasser. Allerdings war es so, dass ich mit einer indischen Fluggesellschaft geflogen bin und ich liebe indisches Essen. Und dann, da war, habe ich dann so nach 24 Stunden, wo ich da unterwegs war, habe ich dann halt doch dieses Flugzeugessen probiert. Ich würde sagen, ich habe schon bereut hinterher, weil es mir einfach vorher besser ging und es hat sich jetzt nicht so gelohnt. Aber ich wollte einfach euch ehrlich mitteilen, wie das hier so gelaufen ist. Ich habe mir dann einfach bei der Ankunft auf dem Flughafen in Bangkok, ich glaube Papaya war es, gekauft, frische Papaya und eine Kokosnuss getrunken. Und das war dann wirklich sehr, sehr lecker. Aber es war sehr entspannt, dass ich mich zwischendurch nicht kümmern musste und ich war auch nicht schlapp oder so, hatte keine Beschwerden. Das war echt super. Also das mit dem Fasten kann ich sehr empfehlen. Dann das mit der Zeitumstellung. Dadurch, dass ich durch so viele Zeitzonen geflogen bin, also ich bin ja dann in Indien auch noch gelandet und so, und da habe ich gemerkt, dass mir das nicht so gefallen hat mit diesem, also ich hatte eh keine Uhr dabei, beziehungsweise es war halt so, ich musste ja immer die Flugzeuge schaffen und musste wissen, wie viel Uhr es vor Ort ist. Und von daher habe ich das jetzt nicht so umgesetzt. Diesem Uhrumstellen, wie gesagt, einmal hatte ich gar keine Uhr dabei, also ich war immer an den Orten mit den Uhren, wo ich halt gerade da auf dem Flughafen war und fand es halt auch wichtig für die Umstiege, das zu wissen, wie viel Uhr es gerade da an diesem Ort ist. Und ja, und das mit der Bewegung, das war sehr lustig, weil ich einfach, wenn ich mich früher die ganze Zeit hingesetzt hätte, um zu warten, bin ich halt jetzt spazieren gegangen. Also ich bin in den Wartezeiten zwischendurch war ich einfach immer spazieren. Mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde bin ich dann da halt auf dem Flughafen. Ist jetzt nichts Spannendes, ne? Läufst halt an den Geschäften da vorbei. Aber ich muss sagen, es hat mir die Zeit vertrieben und es war auch, ich hatte halt Zeit, bewusst zu laufen. Das war dann auch eine Art Meditation. Und ich glaube, an dem einen Flughafen, wo ich von Bangkok nach Surat Thani geflogen bin, da gab es sogar auch eine stille Ecke, wo ich ja tatsächlich ein paar Yoga-Übungen machen konnte. Wo mich einfach keiner gesehen hat, weil ich wollte jetzt auch nicht mitten auf dem Flughafen da irgendwelche Dehnungsübungen machen. Aber da konnte ich das, da gab es eine Gelegenheit und ich fand den Hinweis auf jeden Fall sehr gut, dass ich mich einfach zu bewegen zwischendurch so, ne? Und allgemein kann ich sagen, dass ich, klar, ich habe hier meine Zeit gebraucht. Ich bin jetzt seit einer guten Woche da, um hier überhaupt in dieses Leben so reinzufinden. Aber vom Jetlag habe ich wirklich gar nichts gemerkt. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass ich um 9 Uhr abends Ortszeit hier angekommen bin. Dann haben wir noch ein bisschen gequatscht und dann bin ich auch ins Bett gegangen und war sofort in diesem neuen Rhythmus quasi drin. Und von daher hatte ich überhaupt keine Probleme jetzt mit dem Schlafen oder mit der Essensumstellung oder, also ich habe wirklich vom Jetlag gar nichts gemerkt. Aber wie gesagt, ich habe auch in der Richtung eigentlich weniger Probleme. Und ja, also das sind so die Sachen, die ich euch dazu sagen kann. Und probiert selber mal aus.
Sagt mir gerne im Kommentar, wie es für euch gepasst hat. Ich kann auf jeden Fall das Fasten empfehlen, beziehungsweise ich hatte früher einfach dieses Obst, nur Obst essen, also was Leichtes, wo ja, der Körper einfach nicht so beschäftigt ist mit dem Verdauen, und dann hat man viel Energie für andere Sachen auch. Genau. Und bewegen ist auch super. Und Zeit umstellen hat mir jetzt nicht so viel gebracht, aber vielleicht hast du da andere Erfahrungen, also probier es ruhig aus. Das war's von mir aus von Kopangan. Und ja, ganz viel Liebe für dich. Tschüss!